Wir starten im St. Annen-Museum gerade den neuen Transformationsprozess, das Museum zu öffnen und auch gerade für diverse Bevölkerungsschichten zu öffnen. Und das ist insofern besonders schwierig, weil wir ja eine große Sammlung christlicher Kunst haben und viele Menschen heute nicht nur aus anderen Glaubensrichtungen, sondern auch viele christliche Menschen, die Inhalte gar nicht mehr kennen. Das heißt, für uns ist es ganz besonders wichtig, zunächst mit dem ersten Schritt zu beginnen und die Beschriftungen, die Vermittlung insgesamt in ihren unterschiedlichen Schritten neu aufzustellen. Mit einfacher Sprache, mit Ideen wie das Sprechblasen sozusagen, dass die Bilder zu den Besuchern sprechen, dass wir die Begriffe erklären für solche Menschen, die mit dem christlichen Glauben sich nicht auskennen. Und das ist der erste Schritt auf diesem Weg, das Haus zu öffnen für weitere Transformationsprozesse.